Willkommen zurück bei Darksiders 3. Wir stehen jetzt vor dem Tor, was ich in der letzten Folge geöffnet hatte. Und jetzt schreiten wir doch einfach mal durch. Also, insgesamt 3 Schwerte? Anscheinend. Ach, es sind immer 3, nicht wahr? Wie? 3 Schlüssel, 3 Steine, 3 Schwerter. Ziemlich vorhersehbar, findest du nicht? Bist du noch bei Verstand? Natürlich. Ich mag es nur nicht, wenn der Schöpfer es sich zu leicht macht. Also ein Schwert steckt schon mal. Wir müssen noch 2 weitere einsetzen. Das schließe ich jetzt mal aus dem Kontext. Da unten haben wir irgendwas. Was ist das? Großer Lurcherklumpen. Ah ja. Und so ein großer Typ ist auch wieder am Start. Naja, gut. Dann kümmere ich mich mal um den. Gott sei Dank, hier haben wir ein bisschen mehr Freiraum. Okay, Digga, der war gut. Und der war noch besser. Das hast du echt toll gemacht. Du hast es ja richtig drauf, mein Diggerchen. Na, war das wieder eine Dreier-Angriffskombi? Nein, war es wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße, was hat mich denn jetzt getroffen? Was zum Geier hat jetzt hier auf mich geschossen? Lass mal schnell weg. Und was schießt hier auf mich? Was zum Teufel ist das? Ah, ein Skelettbogenschütze ist das. Na, eine ganz tolle Nummer war das ja. Lass mal schnell hochheilen. Glühende Überreste. Diese ramponierten Überreste können in deinem Inventar zerschmettert werden, um einen Merkmalspunkt zu erlangen. Zerschlagen, um einen Merkmalspunkt zu erhalten. Okay. Machen wir doch glatt mal. Das ist ja toll, dass wir auch so Merkmalspunkte bekommen. Die können wir nämlich gleich wieder verwenden. Und zwar werde ich die... Ich habe ja 3 Merkmalspunkte. Wo habe ich denn die auf einmal her? Habe ich die gar nicht eingesetzt? Wir hauen erstmal einen Gesundheit rein. Auf jeden Fall noch in Stärke. Ich würde das am liebsten nochmal in Gesundheit reinhauen. Und das mache ich auch. Sicher ist sicher. Na, das ist ja schick. Dann kriegen wir doch relativ schnell diese Punkte zusammen. Oh, da oben laufen ein paar Skelette. Also es geht jetzt darum, noch 2 weitere Schwerter zu finden und die dort oben auch einzusetzen. Ah ja. Hallo Jungs. Ihr seid ganz wild darauf, mich zu töten. Kann das sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, warte mal. Euch lege ich mir noch zurecht. Einer muss hier erstmal weg. Bist du das? Bist du der Erste, der weggeht? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ach du Scheiße. Oh, Fury. Komm, heil dich mal. Boah, die können ja echt lästig sein. Der eine Bogenschütze, der muss weg. Oh ja, gut, das war ein toller Treffer von dir. Also wenn es dann doch so viele Skelette auf einmal sind... Boah, meine Fresse. Digga, das ist aber echt scheiße gelaufen gerade. Das kannst du ruhig mal anmelden, dass du da zuschlagen willst. Ja, ihr seht ja, auch wenn es nur ein paar Skelette sind, die können echt schon nervig werden. Dann schauen wir uns doch hier mal um. Wo könnten wir diese Schwerter finden? Da haben wir schon mal eins. Das ist auch irgendwie mit Ketten verankert. Ach du Scheiße, wen haben wir da vorne? Das ist, glaube ich, ein besonderer Gegner.
Sollte ich mich dem stellen? Ja, ich mach's einfach mal. Ja, der hat's ein bisschen drauf, der Junge. Diamantspartsplitter. Es lohnt sich also doch, so eine besseren Gegner zu machen, um solche Splitter zu bekommen. Da kann ich durchkriechen, da oben komme ich aber noch hoch. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ach so, jetzt bin ich wieder hier oben. Und was finde ich, wenn ich jetzt hier runtergehe? Auch ein paar Skelette, die hier einfach so rumsitzen. Die machen sich das echt auch mal gemütlich, die Jungs. Immer alles schön zerschlagen. Wer weiß, was man findet, aber hier war ich auf jeden Fall schon. Ich gehe erstmal wieder zurück und kriege da durch diesen Tunnel durch. Die Gebiete sind auch dann relativ groß. Auch wenn es nur ein Dungeon ist, man muss sich wirklich merken, wo man schon war und wo man noch hingehen kann. So viel zum Thema, wir haben ja keine Karte. Und hier finden wir ein Diamantspart-Splitter. Und da sollte ich natürlich nicht runterspringen. Oder etwa doch? Sollte ich das riskieren? Ach nee, das ist ja der Raum mit den beiden Schwertern, wo wir durch die Tür gegangen sind. Alles klar. Ich muss wirklich ab und an öfter mit der Zornanzeige arbeiten. Der Zorn, ja, der lädt sich eigentlich relativ schnell auf. So, jetzt müssen wir uns hier mal gründlich umschauen. Kann ich hier was mitmachen? Ich hatte gedacht, wenn ich diese Flamme da oben anzünde, geht vielleicht das Tor hier auf. Aber nein, so ist es nicht. Das wäre auch zu einfach. Oh, da vorne liegt noch irgendwas. Was ist das denn? Wahrscheinlich irgendein Lurcherklumpen. Genau. Also da bin ich durchgekommen. Hier kann ich einmal rumlaufen. Keine Ahnung, was sich dahinter befindet, aber da komme ich auf jeden Fall noch nicht rein. Dann laufen wir erstmal hier lang. Hier haben wir wieder irgendeinen Mechanismus, wo ich drauf treten kann. Hier bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. Weiteres Zornfragment. Ja gut, wir finden immer allerhand Scheiß, aber so wirklich weitergehen tut's jetzt nicht. Kleines Heilungsfragment, das können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sieht nicht gut aus. Ah ja. Die Skelette sind mal wieder am Start. Erstmal schauen. Gibt es hier irgendwelche Skelettbogenschützen? Ja, gibt es auch. Ich habe schon einen gesehen. Um den muss ich mich erstmal kümmern. So, Jungs, jetzt seid ihr an der Reihe. Jeder wird hier bedient. Oh, da war noch einer mit dem Schwert. Da hinten ist noch ein weiterer Skelettbogenschütze. Der muss auch erstmal weg.
brauche ich mich nur noch um die Nahkämpfer kümmern. Ah, die können so lästig sein, die Skelette. Oh, verdammt. Okay, jetzt haben sie mich einmal getroffen. Oh, das war der mit dem Schwert. Die sind heftig. Wie kommen denn hier? Ah, ich habe mich schon gefragt, wo der mit dem Schwert ist. So, jetzt habe ich die erstmal runtergelegt. Ja, mein Freund, das muss ich dir lassen. Du hast ordentlich was drauf. Also, wenn du mal triffst, dann tut das auch schon weh. So, das sollte es gewesen sein. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Kann ich hier noch irgendwas finden? Wäre auf jeden Fall toll. Nee, nicht wirklich. Was ist das da vorne? Ah, irgendeine Flamme. Mal schauen, was jetzt passiert. Ach so, jetzt bewegt sich das da. Ich hätte hier auch gar nicht entkommen können, also wenn ich das gewollt hätte. Ihr seht ja, wie langsam sich das dreht, also ich musste definitiv die Gegner fertig machen. Oh, das dreht sich aber auch echt langsam. Skelette, die können mir nichts anhaben. Naja, aber wenn es eine Menge sind, Fury, dann können die schon ordentlich was ausrichten. Hier haben wir auf jeden Fall das erste Schwert. Ja, und nun, wie komme ich jetzt raus? Muss ich jetzt wieder zurück? Ach so. Ja gut, das da oben habe ich nicht gesehen. Ah, verdammt. Jetzt geht das Tor auf. Kann ich auch mit dem Schwert kämpfen? Tatsache, ist ja eine schicke Nummer. Alles klar, dann setzen wir erstmal das erste Schwert ein. Ich bin ja den rechten Weg gelaufen, also ich bin da vorne rein. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur noch da hinten links rein. Da war es nur noch ein Schwert. Mal schauen, was wird jetzt wieder kommen? Wird sich das genauso angleichen wie eben? Werden wieder Skelette kommen oder irgendwelche anderen Gegner? Ich bin echt mal gespannt. Wir haben sogar ein großes Heilungsfragment und zwei kleine. Was betet ihr denn immer an? Also die Skelette, ja gut, die sind echt merkwürdig. Ach, da steht ja noch einer auf. Was kommt der denn her? Jawohl, ein weiteres kleines Heilungsfragment. Ich möchte sagen, ich befand mich letztens genau auf der anderen Seite. Da habe ich mich gewundert, wie kriege ich das Tor auf? Jetzt bin ich hier. Da musste ich also nur rumlaufen. Ah ja, da unten wird es wahrscheinlich unweigerlich zu einem Kampf kommen. Dem stelle ich mich auch gleich mal. Aber vorher schaue ich mich hier erstmal um. Kommt Fury da echt hoch, ja? Das sieht so hoch aus. Aber siehe da, sie schafft es. Das können wir
können wir auch nicht kaputt hauen. Warum bin ich denn jetzt hier oben? Nur wegen dem Lurcherhaufen? Das darf doch nicht wahr sein. Wo zum Teufel bin ich jetzt? In einem anderen Bereich, aber da vorne, ich glaube, da hätte ich dann das Schwert bekommen, aber ich bin jetzt erstmal woanders lang gelaufen. Natürlich gibt es hier auch wieder Skelette, die kriegen gar nicht mit, dass wir da sind, die lassen sich auch gar nicht stören. Naja, die Katakomben des Todes. Also da komme ich schon mal raus. Da oben ist so ein Schwertemblem. Aha, okay. Siehe da, hier stehen auch wieder ein paar kleine Skelette auf. Die locke ich erstmal zu mir, denn da vorne ist noch so ein anderer Hardcore-Gegner. Den würde ich ja ganz gerne fertig machen. Aber ich würde auch ganz gerne noch ein Fragment der Heilung nehmen. Wir machen das wieder mit einem Zornangriff. Ich bin dein Untergang. Muss natürlich auch darauf achten, was er macht. Ich sehe das so gar nicht, wenn er jetzt hier brennt. Boah, der haut ja rein. Scheiße, das hat er geblockt. Na, wie oft machst du das, mein Bester? Nun komm, zeig mal, was du kannst. Diamantspartsplitter, sehr schön. Hätte ich doch fast vergessen, mich zu heilen. Chaosverbesserung. Verbesserungen können an eine Waffe aus deinem Waffeninventar gesockelt werden. Eine gesockelte Verbesserung verleiht der Waffe einen aktiven Vorteil und Fury einen passiven Vorteil. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt, diesen kleinen Umweg hier zu gehen. Jetzt haben wir schon mal eine Chaosverbesserung. Und jetzt sind wir auch genau da, wo wir hin sollten. Hier kann ich wieder irgendwas mit Feuer machen. Ich schaue mich erstmal hier vorne um. Ach du Scheiße. Ah, da habe ich ja richtig Glück gehabt gerade, wa? Oh. Egal wie ich draufschlage, er macht was er will. Wenn er einmal in seinem Blockzustand ist, dann macht er echt was er will. An das Angriffsschema von diesem Gegner muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Hier müssen wir uns wieder rumschwingen. Das geht irgendwie nach Zeit. Ich schaue mich erstmal da vorne um. Das muss ich mit Feuer wegmachen. Da oben hängt noch irgendwas. Also wer hier für die Inneneinrichtung zuständig war, ich weiß es auch nicht. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, hier hat es ja angefangen. Naja gut, dann gehen wir erstmal in den großen Raum. Ich denke mal, da unten werden auch wieder Skelette auftauchen. Oder Käfer. Das war ein guter Move, Fury. Oh, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ein Hoch auf die Kamerasicht. Also hier kommen definitiv erstmal Käfer raus. Wo geht's hier lang? Gar nicht weiter, wa? Nee, hier finden wir nochmal was zum Upgraden. Ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir müssen das hier erstmal entzünden, damit das eine Ding da runterfällt.
gucken, was passiert. Ja, da passiert gar nichts. Muss ich doch erst auf den Schalter rauftreten? Ja komm, ich nehme dich mal. Das muss irgendwie runter. Ach so, stimmt. Ich kann mich ja noch da oben lang schwingen, aber was passiert dann? Na, ich versuche mich erstmal da oben lang zu schwingen. Mal schauen. Wo war denn das? Das war da drüben. Ah, das ist schon wieder so ein kleines Rätsel, um weiterzukommen. So läuft der Hase. Ja gut, ich glaube, ich weiß wie. Wenn ich das dann mit einem Doppelsprung time und dann das da oben in Flammen setze, dann sollte das Ding da runterfallen. Aber was es dann für einen Effekt hat mit den Käfern, das weiß ich selber noch nicht. Probieren wir es doch mal aus. So, jetzt brennt das da oben erstmal ab. Okay, es wurde auch zwischengespeichert. Das Ding ist jetzt erstmal hier unten. Es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Schalter. Ich muss die Sachen wieder gleichzeitig betätigen. Einmal das hier, warum auch immer. Und das andere, das mache ich mit dem Käfer. Ich denke mal, so funktioniert das. Mal schauen, was jetzt passiert. Gar nichts passiert da. Verdammt. Ach so, ich kann das da oben drehen. Ah, ja. Gut, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Aber wozu ist dann das hier? Na, mal schauen. Nee, das geht nicht so schnell. Aber den Käfer kann ich doch nicht ewig tragen, oder? Nein, kann ich nicht. Das klappt doch nie und nimmer. Wie zum Geier mache ich das? Na gut, jetzt ist der Käfer da drauf gegangen. Aber was ist das hier? Warum ist das da? Man müsste theoretisch irgendwas hier draufstellen, aber es geht nicht. Ich muss irgendetwas übersehen haben. Ich komme da so schnell gar nicht hin. Das geht gar nicht.
Scheiße, ich will da oben rein. Mach das auf. Ich kann ja den Käfer auch nicht anschießen. Nee, das geht definitiv nicht so. Na, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht so wirklich, wie ich da jetzt hochkommen sollte. Wie sollte ich das machen mit dem Käfer? Das ist ja blöd. Ein kleiner Hinweis wäre echt von Vorteil. Naja gut, hier war ich ja schon drin, da muss ich nicht rein. Oder muss ich mich gar darüber schwingen, dann da runter auf den Schalter, wenn der Käfer da unten ist? Das könnte natürlich auch eine Variante sein. Weil wenn der explodiert und ich lande genau auf dem Schalter... Oh, okay, man sollte dann auch mal den Doppelsprung machen. Ja, ich glaube genau so würde das funktionieren. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt gerade nicht. Ich muss mich, wie gesagt, darüber schwingen, denn... das eine da in Brand setzen, dann setzt das andere in Brand, da der Käfer da unten ja schon ist und durch die Funken, die dann überspringen, müsste es eigentlich funktionieren. Was denn jetzt? Drehen wir es auf einmal in die andere Richtung? Steht es jetzt fest? Ne, es dreht sich wieder zurück. Ja, manche Rätsel sind auch relativ einfach, aber manche sind auch ein bisschen knifflig. So, mal schauen. Nee, das haut nicht hin. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir das dann so in Brand setzen können. Wenn ich den Käfer nur in der Hand halten könnte, dann würde das sehr locker gehen. Ah, jetzt geht's. Na, geht doch. Ja, das muss man natürlich auch erstmal herausfinden. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber so sind manche Rätsel halt. Engelsartefakt. Und das Käferlein, das folgt mir jetzt auch. Also habt ihr gesehen, ihr müsst das eine da am Brand setzen, dann auf den Schalter und dann ist das eigentlich eine Kettenreaktion. Und dann kommt man natürlich auch weiter. Oh nein, nicht schon wieder so eine Jungs hier. Oh mein Großer, der war gut. Ich muss immer noch ein bisschen dran üben, wie ich dir deine Waffe wegziehen kann. Schon hätten wir uns einen neuen Weg geschaffen. Und ein weiterer Schalter. Und eine weitere Drehtür. Oh, da muss ich mich aber beeilen. Obwohl, ich wollte noch... Oh, nein, egal. Ich habe gedacht, ich kann noch das eine Netz entflammen. Jetzt haben wir natürlich das letzte Schwert. Ich denke mal, wir werden bald auf einen Bossgegner treffen. Wahrscheinlich eine weitere Todsünde.
Oder irgendetwas anderes passiert hier? Muss ich die jetzt gleichzeitig entfachen? Ah ja, da tut sich was. Ich muss also nach dort oben. Das müsste unser Weg hier raus sein. Wirklich? Du glaubst, dass die riesigen Arme der riesigen Statue, die jetzt eine Brücke zum Ausgang bilden, hier herausführen? Ich war doch bloß aufgeregt. Sei doch nicht so garstig. Bin ich aber. Einen Moment, Fury, ich möchte mich hier nochmal umschauen und siehe da. Da haben wir auch irgendwas. Das möchte ich mir ungern entgehen lassen. Ein Dämonenartefakt. Das ist wichtig, um bei Ulta natürlich wieder die Waffen zu verbessern. Das kann man natürlich leicht übersehen. Und hier ist jetzt endlich der Ausgang aus den Katakomben. Oder auch nicht? Doch, jetzt sind wir oben. Gibt es hier wirklich einen Ausgang? Ich hoffe. So toll waren ja die Katakomben auch nicht. Herren? Ruhig. Hörst du es? Das ist nicht das, was wir suchen. Lass uns weitermachen. Warte. Der Erschaffer. Du schuldest ihm nichts. Ich weiß. Ich will, dass er mir etwas schuldet. Oh, ich kenne Troy. Ich kann dich zu den anderen deiner Art bringen. Mensch, wäre das nicht schön? Ach du Scheiße, was ist das denn? Sind das Dämonen, Kinder? Oh, die werfen auch was, mit was auf mich, so rum. Nette kleine Dämonen. Auch nicht schlecht. Naja, gut, Abwechslung muss mal sein. Von hässlichen zu mega kleinen hässlichen. Gut, die Steigerung hätte jetzt nicht sein müssen. Aber irgendwer ist hier noch. Kleine Dämonen, Kinder. Wenn es Kinder sind, also wahrscheinlich von der Körpergröße könnte ich mal drauf schließen. Aber wir sind immer noch in den Katakomben, so mehr oder weniger. Da ist, glaube ich, jetzt gleich der Ausgang. Irgendwo. Irgendwie. Ach so, da kann ich mich rüberschwingen. Das habe ich nicht gesehen. Da muss ich mit dem Doppelsprung hoch und dann wahrscheinlich mit der Peitsche. Genau so läuft das. Und jetzt sind wir hier und ich weiß trotzdem nicht weiter. Ach so, okay. Jetzt kann ich mich von da oben nach da drüben schwingen. Da haben wir auch noch irgendein Artefakt. Ah ja, okay. Und da dann wieder mit dem Feuersprung. Alles klar. Naja gut, muss man ja auch erstmal wissen. So, weit, so gut. Wir sind schon mal hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Da oben liegt noch irgendwas. Ah, Wulgrim, schön dich zu sehen. Aber an das eine Artefakt da hinten, ja gut, da kam ich jetzt, glaube ich, nicht ran. Es sei denn, es geht hier vorne irgendwo weiter und da geht's wahrscheinlich dann auch weiter. So, mal schauen, was können wir denn noch zerschmettern? Aber wir haben ordentlich was gesammelt. 2 Engelsartefakte, 5 Diamant-Spartsplitter und 2 Dämonenartefakte haben wir.
Die Lurcherklumpen, ja, die könnte es meiner Meinung nach öfter geben. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Das wird uns beiden Spaß machen. Wie ja, schade, du willst, lass dir Zeit. Ach, die können wir auch bei dir kaufen, Fulgrim? Umso weiter wir wahrscheinlich in der Geschichte kommen, umso mehr Bestandteile können wir bei ihm kaufen. Und das sind natürlich Sachen, die wir auch einsetzen können und die wir verbessern können. Das ist direkt für die Waffen. Aber die sind echt teuer. Heilungsfragmente. Könnte ich mir ein paar von kaufen? Aber wir finden ja auch relativ oft welche. Wie du willst. Na gut, wir werden erstmal was verbessern. Und zwar nochmal die physische Stärke. Haben wir schon mal 25% mehr, ist schon mal ein guter Anfang. Level 13 sind wir jetzt, okay. Nun gut, wie dem auch sei, wir sind ja ein kleines Stück weitergekommen. Das mit dem Rätsel hat natürlich ein paar Minuten länger gedauert. Habe ich nicht auf Anhieb herausgefunden, wie auch. Manchmal tue auch ich mich schwer und das versteht ihr sicherlich. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet zur nächsten Folge ein und abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann geht's weiter in der nächsten Folge Darksiders 3. Fury. Do you even know? Of a precipice. All move against you. Yet foolishly, you set upon this task alone, without your brothers. That's mine! Come and get it! So quick to combat, your whip ready to crack.